ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitag, Mittag, 1 Uhr. Ich habe bis jetzt noch die Kamera nicht mitgenommen, aber dann dachte ich mir, ja, schmeiß mal das Ding an. Ich bin hier gerade auf der anderen Seite der Küche, ne? Da ist der Herd und so. Und ich bin hier. Und ich zeige euch warum. Also das sieht, ich muss das hier glaube ich irgendwo anders, und so viel ist da gar nicht mehr, umfühlen, denn seht ihr das? Tee. Irgendwo war ein Beutel undicht und jetzt ist da Tee. Und das nervt mich seit ein paar Tagen schon, muss ich sagen. Und deswegen, auch wenn ich heute eigentlich nicht ganz so viel Zeit habe, um jetzt noch irgendwelche Putzaktionen zu starten, muss ich das jetzt machen. Ne? So sieht's aus. Ich muss jetzt einfach mal meinen Tee- und Kaffeeschrank hier wenigstens da, wo es ja bis hier, bis zur Mitte tatsächlich ausräumen und auswischen. Hier ist irgendein Teebeutel wieder. Tatsächlich ist es bis hier dreckig. Ich habe vor, noch irgendwann mal demnächst die ganze Küche, auch diese Seite wieder, komplett auszuräumen und richtig sauber zu machen. Ne? Zwischendurch muss man das ja machen. Aber jetzt erstmal nur das. Mir rennt hier was weg. Wenn man sich ein bisschen ablenkt, läuft was auf dem Herd über. Alles klar. Jetzt habe ich das sauber. Jetzt muss ich nur noch den Tee wieder zurückstellen. Einräumen. Alles. Und wir nehmen jetzt alles hier an Teesorten. Ja, ihr Lieben, wie sieht heute der Plan aus? Ich muss gleich, weil wir Freitag haben, für morgen was kochen und backen. Zwar nicht wirklich viel, denn morgen hat mein Lieblingsmädchen, ich habe ja zwei Lieblingsmädchen, einmal meine kleine Tochter und einmal habe ich meine kleine Schwester. Und meine kleine Schwester hat morgen Geburtstag. Genau. Und die haben uns ins China-Restaurant eingeladen um 12 Uhr mittags. Ja, weil ist halt so, ne, das Mittagsbuffet ist eben nur von 11:30 bis 2:30, glaube ich, da im Restaurant. Und ja, da hat man nicht so groß die Auswahl. Abendsbuffet ist dann einfach viel zu teuer oder deutlich teurer. Und für meine Familie momentan, auch für uns, muss ich ehrlich sagen, wenn man mehrere Menschen einlädt, doch etwas budgetsprengend. Deswegen Mittagsbuffet. Freuen wir uns riesig drauf. Ich war schon seit Jahren nicht mehr beim Chinesen. Mein Mann auch nicht. Und deswegen ja, fahren wir morgen Mittag. Aber ohne Kinder, sind nur Erwachsene. Die Kinder schlafen eh meistens um die Zeit noch am Wochenende. Gehen wir erstmal essen. Und danach aber, weil es ja so mittags ist und dann ist ja noch ein halber Tag quasi, müssen wir trotzdem was noch essen abends. Und vor allem die Kinder bleiben ja hier, für die muss ich auch was zum Essen da haben. Und es wird überlegt, ob nach dem Chinesen einfach meine Schwester vor allem und ihr Freund, der Kleine, zu uns kommen. Nicht bei ihr in der kleinen Wohnung, da jetzt aufeinander hocken, sondern zu uns kommen. Da kann man auch hier besser spielen, mehr Platz zum Zusammensitzen. Und wenn der Wind so bleibt wie heute, also gestern habe ich, ich bin froh, dass ich gestern die Fenster geputzt habe, heute ist der Wind noch schlimmer geworden. Wenn der Wind so bleibt, der Kleine bettelt schon lange um Drachensteigen. Dann kann man auch mit dem kleinen Drachensteigen draußen und ja, vor allem die Zeit zusammen verbringen, ohne dass es so irgendwie, ich sag mal, in der Stadt, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung oder was hat Katharina, 2,5, ist ein bisschen beengt, wenn man jetzt
etwas länger zusammenbleiben. Genau, so ist der Plan. Das heißt, das hat mich gerade ein bisschen von meinem Plan abgebracht. Aber es ist nicht ganz so schlimm, es ist noch Zeit. Ich muss jetzt irgendwas kochen und backen für morgen. Katharina bringt natürlich eigenen Kuchen mit, aber ich wollte trotzdem, falls das nicht klappt mit morgen, dass sie jetzt herkommen mit ihren Torten, dass wir auch übers Wochenende hier was haben. Ich weiß nur noch nicht genau was. Immer die gleiche Frage, wenn ich die Familie frage, Freund Dirk gefragt, was soll ich denn für morgen kochen? Suppe. Na, welche? Ich habe 1000 Suppen. Ich habe keine Ahnung, welche Suppe. Ja, die größte Hilfe überhaupt, ne? Ja, so sieht's aus. Aber jetzt hilft er gerade. Ich habe meine neue Uhr bekommen. Ich zeige die euch nachher, wenn ich mir die umgemacht habe. Weil diese Uhr geht langsam kaputt. Nicht nur das Armband. Ja, vor allem letztens, das Armband ist wirklich schon so... Ja, nicht mehr so gut. Gestern beim Putzen hier ist mir die Uhr einfach abgefallen. Einfach so, zack, lag sie auf dem Fußboden und ich bin fast draufgelatscht. Ne? Und jetzt habe ich mir mit unserem Geschirrspüler zusammen, habe ich ja erzählt, habe ich mir eine neue Uhr bestellt. Musste ja sein, ohne Uhr geht einfach nichts mehr. Ne? Also Handy schleppe ich ja nicht immer mit mir rum. Gerade liegt es auch irgendwo, keine Ahnung, Wohnzimmer, Flur, weiß ich nicht. Das habe ich nicht immer da, aber Uhr brauche ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Uhr bestellt. Aber ich zeige die euch nachher. So, ich überlege mir jetzt noch genauer, was ich backen will. Außerdem überlege ich tatsächlich, ob ich nicht irgendwie heute doch noch losfahre. Ich habe nämlich letztens ja Mehl gekauft, dunkles Mehl, ne? Also Vollkornmehl habe ich gekauft, Dinkelmehl, aber kein normales Mehl mehr da. Ich habe nur noch, ja minimal, also so ein Behälter nur noch mit Mehl und dann sonst nichts. Und Christian hat am Montag Geburtstag, da muss ich ja auch irgendwas backen. Oder ich schreibe die Kinder an, dass die vielleicht mir Mehl besorgen. Das ist auch eine gute Idee. Dann muss ich nicht extra los bei diesen Spritpreisen. Ist ja auch nicht so ohne. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, ihr Lieben, nach ein paar fast Ausrastern hier meinerseits, habe ich mich entschieden, welche Suppe es morgen gibt. Ja, ich habe hier geguckt und geguckt und geguckt und ich wollte eigentlich Linsensuppe machen, erstmal. Und dann habe ich keine Linsen gefunden. Ich wusste, ich habe irgendwo welche. Ich habe da alles auf den Kopf gestellt, in der Vorratskammer. Und dann habe ich in den Schrank hier reingeguckt und ja, ich habe die Packung wohl schon angefangen gehabt und in den Schrank gestellt. Also gibt es morgen tatsächlich Linsensuppe mit Hähnchenbrustfilet. Ich habe das abgekocht schon. Ja. Und irgendeinen Kuchen. Mal gucken. Auf jeden Fall gibt es rote Linsensuppe morgen. Und ich habe jetzt hier schon ein bisschen Brühe. Ich muss nur ein bisschen auffüllen. Das ist zu wenig. Ja. Gut, dann nehmen wir abgekochtes Wasser noch ein bisschen. Und verlängern die ganze Geschichte. Ja, ich zeige euch einfach mal, was ich da jetzt nehme. Ist kein Hexenwerk. Ist auch ja, ganz normale Suppe. Ja, Topf steht schon, habe ich jetzt wieder angemacht. Hier Hähnchenbrust, dann habe ich hier ein paar Kartoffeln, eine Zwiebel, eine Knoblauch, drei Möhren, eine halbe Paprika, Linsen, Fleisch und dann ein paar Gewürze und das war es dann. Mehr kommt da auch nicht rein. Also das ist eine einfache Suppe. Ich überlege gerade, ob ich nicht noch ein bisschen was reinpacke. Nö. Das passt schon genau so, wie es ist. Meine einzige Überlegung ist nur, ob ich die Suppe püriere oder nicht. Bei pürierten Suppen, da weiß ich es schon eher, dass meine Schwester das essen wird. Und der Kleine auch. Denn da können die nicht wirklich sehen, was drin ist. So ist das. Vielleicht püriere ich die Suppe. Hähnchenfleisch ist ja schon fertig gekocht. Das kann ich nur zum Schluss rein. Vielleicht brate ich das sogar in kleinen Stückchen geschnitten kurz an. Und schmeiße es einfach noch zum Schluss rein.
So sieht's aus gerade. Ja, und als erstes logischerweise muss ich hier die Töffels reinpacken und dann die Sajarka machen. Auch hier mache ich die Sajarka auch. Also ich wurde gefragt, wie heißt das und was das genau ist, warum. Also die Sajarka, wie heißt, kann man das übersetzen auf Russisch? Jarit kommt vom Wort, ist das Wort anbraten, braten. Das heißt, das Angebratene. Also das hat meine Mama und Oma auch schon immer so gemacht, in Kasachstan früher und hier in Deutschland auch, dass wir, wenn wir eine Suppe gekocht haben, immer vorher nicht das Hauptgemüse zum Beispiel, keine Ahnung, was das sonst war, aber die Zwiebeln mit Knoblauch und auch Möhrchen eventuell, wenn welche in die Suppe reinkommen, erstmal extra in einer Pfanne mit ein bisschen Öl angebraten werden. Ja, und das schmeckt einfach viel besser, als wenn man das so einfach jetzt Zwiebeln und Möhren in die Suppe reinschmeißt, finde ich wenigstens, oder fanden wir auch schon in Kasachstan, weil da diese Röstaromen sind und durch das Anbraten in ein bisschen Butter oder Öl karamellisiert zum Beispiel auch die Möhre, da ist ja doch, die sind ja süßlich, ne? Und ja, dadurch schmeckt es einfach viel, viel besser. Also meine Meinung. Ich weiß ja nicht, ob ihr das ausprobiert habt schon mittlerweile oder nicht. Könnt ihr mir ja sagen, wie es euch schmeckt. Wenn ihr die Zwiebel wenigstens, ne, wenn da jetzt, ne, oder eben auch ein paar andere Sachen wie Knoblauch und Möhren, was so, wie ich das mache, vielleicht schon ausprobiert habt. Würde mich sehr interessieren, ob das, ja, bei euch angekommen ist und euch auch gefällt. So, die Kartoffeln sind fertig. Machen wir mal zu und lassen kochen. Ich mache nur ein bisschen die Hitze runterdrehen. Und jetzt muss ich diese Sajarka fertig machen. Also ich habe hier die Pfanne, wie immer, meine goldene Pfanne mit Öl drin. Und jetzt schneide ich einfach mal meine Hände, die Zwiebel ein bisschen vor und jage die durch den Nicer Dicer. Dann ist es vielleicht so klein, dass man das nicht so ganz merkt. Ja, einfach durch den kleineren Teil durchjagen. Also ich habe mich jetzt noch entschieden, ein bisschen Peperoni mit reinzunehmen und Stangensellerie. Genau, die nehme ich jetzt auch mit rein. So, ich mache jetzt schon die Pfanne an und gebe einfach mal die Zwiebelwürfelchen, die sind ja wirklich sehr fein. Dafür liebe ich meinen Nicer Dicer. Die feinen Würfelchen hier rein. Und lasse das hier anbraten. In etwas Öl. Und mache ich hier hinten weiter. Und zwar wie immer die drei kleinen Möhrchen, die ich hier habe, reibe ich einfach mal auf der groben Reibe und die kommen auch mit in die Sajarka rein. Ich glaube, die Peperoni, die schmeiße ich einfach ganz in die Suppe und hole nachher raus, damit es nicht ganz so scharf ist, denn obwohl ich weiß, dass mein kleiner Neffe auch tatsächlich scharfes Essen mag. Ja, und während das alles hier die Zwiebel erstmal anbrät, schneide ich den Rest auch noch. Und zwar ja, mit dem Nicer Dicer auch. Also die Paprika und Sellerie schneide ich jetzt einfach mal mit meinem Nicer Dicer klein. Einmal ein bisschen vorschneiden, damit die Stücke auch drauf passen. Und dann auch durch diesen kleineren Teil Obsthüller. Kleineren Teil einfach durchjagen. Zack, Paprika und Sellerie. So, die Zwiebel, die wird langsam etwas bräunlich. Also Abmarsch mit den Möhren auch gleich dazu rein. So, und ich schneide jetzt die Knoblauch, die Solo-Knoblauch vor.
und jage die schnell durch den Spicy. Ich mache jetzt doch die Peperoni ein bisschen schneiden. Kommt mit rein, ein Teil. Und ein Teil kommt dann ein Stück rein, damit es nicht zu scharf wird. So, hier sind die Möhren mit Zwiebeln auch schon schön angebrutzelt. Jetzt kommt Paprika dazu und der Sellerie. Und wird auch nur ein bisschen angebraten. So, und Knoblauch und Peperoni auch gleich hinterher. Und jetzt nur kurz anbraten. Ja, und jetzt geben wir einfach mal den Inhalt der Pfanne in die Suppe rein. So, die Pfanne räume ich aber noch nicht ganz weg. Die nehme ich jetzt doch fürs Hähnchenfleisch noch. Und wir gucken. Die Kartoffeln, die sind noch nicht ganz, ne? Noch nicht. Die Linsen brauchen nämlich nicht so lange. Deswegen muss man die auch nicht so zeitig reinschmeißen. Sonst zerkochen die. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ich überlege ja noch, aber ich denke, das mache ich. Das Hähnchenfleisch, was zum Schluss reinkommt, schneide ich erstmal klein und brate nur kurz in der Pfanne noch an. Das ist ja gekocht, ne, das ist eigentlich fertig gekocht. Muss nicht ganz so lange jetzt noch mitkochen oder so. Ich brate es nur kurz an und dann kommt das mit rein. Ja, und wenn die Kartoffeln fast durch sind, also so halb da sind, dann kommen die Linsen rein. Ja, ich brate einfach das Fleisch in der gleichen Pfanne wie vorher das Gemüse. Einfach ein bisschen Öl noch dazu und dann brate ich nur kurz das Fleisch hier drin an. Ich habe jetzt fast alles schon so in kleine Stückchen geschnitten und dann darf es kurz anrösten. Das letzte Stück schneide ich noch. Ja, und das ist eigentlich auch schon fast alles, ne? Also so viel kommt hier nicht mehr dazu. So, jetzt kann man. Die Kartoffeln lassen sich jetzt ein bisschen schon schneiden. Also kann ich die Linsen reintun. Zack, fertig. Mal probieren wegen Salz. Ich habe wegen Fleisch ein bisschen gesalzen vorher. Aber nur ein bisschen. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen salzen. Und dann, wenn das Fleisch erstmal angebraten ist, dann werde ich ein bisschen auch noch Kräuter dazu geben. Ich darf erstmal alles hier kochen. Ich denke, das Anrösten vom Fleisch gibt auch noch so ein extra Geschmack, gefällt mir dann besser. Ich werde die Suppe nicht pürieren. Ganz einfach. So, die Arbeit spare ich mir. So, ich würze jetzt noch ein bisschen. Ich habe hier Basilikum. Keine Ahnung, ob das zu Linsen gehört oder nicht. Machen wir jetzt einfach rein. Ein bisschen Oregano. Natürlich Lorbeerblätter. Ein bisschen Pfeffer. Keine Ahnung, Dill, da muss ich noch gucken.
Ja, und jetzt das etwas angeröstete, nur das sieht man ein bisschen angeröstet, das Fleisch kommt auch noch mit rein. Zack. Und jetzt nur noch fertig kochen lassen. Also, ich bin begeistert. Mir gefällt es sehr, wie es aussieht. Guckt euch das an. Die Linsen, Töffelchen, alles schön da. Ich probiere noch mal. Ja. Und jetzt die Hitze runter auf 4 ungefähr. Und noch ein bisschen blubbern lassen. Dann ist das Abendessen für morgen auch schon fertig. Wie gesagt, mittags sind wir ja nicht da. Und jetzt räume ich das alles hier weg, schmeiße den Geschirrspüler an und dann überlege ich, was ich backe. Nicht so einfach hier. Ach ja, bevor ich hier irgendwas backe, wollte ich jetzt noch Kompotik, also Kompot auf Russisch. Hier in Deutschland versteht man unter Kompot eigentlich was anderes. Das ist dann immer so Obst, ja, keine Ahnung, Grütze, weiß ich nicht. Also wir haben unter Kompot immer das Getränk verstanden, war bei uns immer so. Ne? Das Getränk aus Obst. Und das mache ich jetzt, weil ich ein paar schrumpelige Äpfel und so weiter hier rumliegen habe. Die verwende ich jetzt. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gezeigt, wie ich das mache. Das ist auch nichts Besonderes. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ein paar Äpfel, die nicht mehr so knackig sind. Ne? Die gebe ich einfach mit rein. Ich schneide die nur ein bisschen, damit ja, Aroma besser rauskommt oder das, was davon noch übrig ist. Hüpsala. Dann habe ich hier auch eine Orange. Die ist auch keiner mehr. Die ist auch schon leicht schrumpelig. Deswegen auch rein. Genau wie so eine ziemlich reife, weiche Pflaume schon. Und ein paar, ja, seht ihr, ein paar sind sogar gar nicht mehr gut. Weintrauben. Komm einfach mit rein. Und dann stelle ich das einfach nur auf den Herd, mache an und gebe minimal Zucker rein. Ich probiere das natürlich nachher, ob das jetzt genug war oder nicht. Ja, und das lasse ich jetzt einfach mal blubbern. Und dann haben wir was Leckeres zu trinken, von dem man weiß, was tatsächlich drin ist. Ne? Also keine Konservierungsstoffe, keine Ahnung was, Konzentrate oder sonst was, sondern aus richtigen Obst. So, und jetzt überlege ich mir, was ich backe. So, ihr Lieben, darf ich vorstellen, meine neue Uhr. Ich mache die mal ab. Tada, das ist meine neue Uhr. In schönen, so ein Blau-Türkis ist das irgendwie so. Ich glaube, Türkis stand drauf. Das andere Armband musste ich erstmal abnehmen, weil ja, es mir etwas zu breit war und Dirk nicht gefunden hat, wie man das also nicht umstellen konnte. Vielleicht fummel ich da noch ein bisschen selber rum und gucke, ob das umso umstellbar ist. Das ist nämlich aus Metallarmband, das andere. Und ist richtig schick, so glänzend, glitzerig irgendwie. Jetzt habe ich mir dieses hier ein bisschen zu eng gemacht. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt eine neue Uhr. Weil meine alte ja einfach nicht mehr so wollte und das Armband hat sich verabschiedet. Und ich habe dann nachgeguckt, die Armbänder für die Uhr, die wirklich dann auch passen, richtig dafür gedacht sind, kosten fast die Hälfte von dem, was eine neue Uhr gekostet hat. Ne? Und die alte Uhr, die konnte nicht ganz so viel, außer jetzt tatsächlich mehr oder weniger nur Uhr und Schritte anzeigen. Diese hat ein bisschen mehr drauf, aber da muss ich mich noch auch damit beschäftigen mit der App und so weiter. Die App habe ich aber schon runtergeladen. Also auf jeden Fall eine neue Uhr und ich freue mich. Und meine Kinder kommen nach Hause, habe ich gerade gesehen und gehört. So, okay,
Das ist aber jetzt alles so ein bisschen nebensächlich. Ich will jetzt einen Kuchen backen. Wenigstens erstmal den Boden. Was draufkommt, überlege ich mir noch. Aber erstmal den Boden. Der muss ja eh meistens abkühlen. Also hier ist das Getränk. Ne, das sieht schon sehr lecker aus. Ich habe probiert, schmeckt super. Und jetzt mache ich den Boden. Das ist wieder so ein ganz einfacher Boden. Was nehme ich jetzt dazu? Butter. Eine ganze Packung weiche Butter. Dann habe ich hier vier Eier. Einmal ein Tütchen Bourbon-Vanillezucker. Backpulver logischerweise. Dann normaler Zucker. Eine Prise Salz, Mehl, das ist mein letztes Mehl, ich muss unbedingt los, glaube ich, und ein bisschen Milch. Mehr kommt da nicht rein. Genau. Und jetzt fangen wir an, und zwar mit der Butter. So, Butter haben wir drin, und dann nehme ich hier jetzt den 250er Cup und Zucker dazu. Zack. Oh, draußen weht das furchtbar. Ich habe hier das Fenster auf. Und Bourbon-Vanillezucker. Machen wir gleich mit rein. Und fangen an zu rühren. Zack. Ey, 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 ey. Warte mal. So, machen wir das so, damit das mir nicht alles über den Rand schwappt. So, erstmal die Butter, die weiche, sehr weiche Butter mit Zucker aufschlagen, ein bisschen. Dann kann man das auch ein bisschen langsamer stellen. Und nacheinander die vier Eier reinpumpsen lassen. Eins. Achso, die Prise Salz, die in meine Kuchen reingehört, habe ich vergessen. Zack, jetzt aber. Ja, und dann brauchen wir eigentlich nur noch Mehl. Eventuell, ich nehme noch Grieß dazu. Ich nehme tatsächlich auch in diesen Kuchen einfach Grieß rein, weil ich das einfach viel schöner finde, muss ich sagen. Ich habe jetzt 125er Cup. Und den mache ich tatsächlich voll. Und rein. Zack. Und den Rest mit Mehl und Backpulver. So. Mehl. Backpulver. Vermischen. Und rein. Das müsste eigentlich auch reichen tatsächlich hier. Wenn nicht, dann müssen wir gucken. Aber eigentlich reicht es. Und jetzt nehme ich 125er, nein, Moment, ich nehme einen kleineren. 80er ist das jetzt. Und den mache ich voll mit Milch. Und gebe rein. Also ich glaube, da könnte tatsächlich ein klein bisschen mehr Mehl noch rein. So sieht der Teig aus. Ich bereite jetzt die Backform vor. Ich nehme jetzt diese kleine und dann mache ich den Backofen schon mal an auf 180 Grad. Wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, wir waren jetzt noch ganz kurz beim Edeka Pommes kaufen, weil ich keine Lust habe, jetzt noch Kartoffeln zu schälen und sonst was zu machen. Wir haben Pommes gekauft, ich habe Mehl gekauft. Daran habe ich gedacht, ich habe ein paar Packungen da liegen lassen. Das waren tatsächlich nur noch 5 insgesamt. Ich habe 3 jetzt mitgenommen, weil ich eben backen muss, so viel gerade. Das ist jetzt der Boden. Ist super schön aufgegangen, ist sehr gut geworden. Aber ja,
ziemlich fettige Angelegenheit. Deswegen werden wir jetzt einfach Marmelade drauf machen und nicht Sahne, sonst was, Creme. Das macht Isabel. Marmelade und dann oben drauf Puderzucker oder so. Also ist ja nur so für zwischendurch. Meine Schwester backt ja zu ihrem Geburtstag ordentlich was. Genau. Und ich bereite jetzt alles vor, um Abendessen zu machen. Und zwar gibt es Pommes, wie ich schon gesagt habe, und dann Schnitzel. Ich habe hier Puttenschnitzel schon, ja, wann habe ich die gekauft? Vorgestern, genau. Die habe ich jetzt einfach nur in Sojasauce eingelegt. Ganz normale Sojasauce. Ich zeige euch die Flaschen. Die ist nämlich auch alle. Die hier. Den Rest habe ich gerade hier reingekippt und das mache ich jetzt einfach mal zum Abendessen. Und zwar in Cornflakes-Panade. Genau, aber das bereite ich jetzt mal alles noch vor und schmeiße den Pommes in den Ofen. So, ich mache jetzt Schnitzel. Ich habe hier Puttenschnitzel in Sojasauce eingelegt, habe ich euch vorhin gezeigt. Hier habe ich Öl schon angemacht, ne, die Pfanne. Und dann die ganz normale Panierstraße. Ne? Also Mehl, Ei und zerbröselte Cornflakes. Mehr ist das nicht. Ich brate das, wende die Schnitzel jetzt einfach nacheinander in den Sachen drin und brate es an. Genau, ihr Lieben, mehr ist das nicht. Kein großes Kunstwerk. Deswegen werde ich das euch nicht unbedingt zeigen, jetzt so detailliert. Hier ist das Getränk, was ich gekocht habe vorhin, ist super lecker geworden. Für morgen ist auch richtig schön, dass das fertig ist und Obst verwendet wurde. Da ist die Suppe. Die ist auch schon fertig. Sehr lecker. Ich schleiche schon die ganze Zeit drumherum. Und Isabel klatscht den Kuchen zusammen. Und wenn der fertig ist, zeige ich es euch auch. Genau. Und ich widme mich jetzt erstmal den Schnitzeln. Pommes habe ich jetzt schon angemacht im Backofen. Das wird dann unser Abendessen. Mit Ketchup. Oder Sourcreme. Oder beidem. So, ihr Lieben. Es ist 19.36 Uhr jetzt. Und wir haben jetzt schon fertig gegessen. Die Küche ist aufgeräumt. Raffi sollte mir ja helfen. Hat er auch ein bisschen. Naja, egal. Ich räume jetzt die Suppe in den Anbau. Das Trinken kommt auch in den Anbau. Und den Kuchen haben wir jetzt auch fertig. Der ist uns leider am Rand ein bisschen gebröckelt, weil er wirklich sowas von, ja, fluffig und saftig ist, dass er einfach, ja, den kannst du nicht so nehmen. Ja, wir haben das jetzt so ein bisschen beschmattert mit Schmand und Puderzucker, einfach verrührt. Und ich habe jetzt hier noch oben ein paar Herzchen drauf gemacht und, ja, was ist das jetzt? Roségold, dieses Pulver, was man so in Zuckerzeugabteilung kaufen kann für Kuchen. Ist ja nichts Besonderes, ist ja eigentlich auch nur für uns. Ist ja keine große Feier, die hier jetzt irgendwie stattfindet. Wenn meine Schwester tatsächlich morgen noch Nachmittag herkommen sollten, bringt sie auch ihren Kuchen mit. Von daher ist er einfach nur mal so ein bisschen zum Tee trinken. Wird bestimmt lecker sein, aber ist eben nicht so schön geworden vom Angucken. Ne? Aber den sollen wir auch nicht angucken, sondern essen. So sieht's aus. Genau, ihr Lieben, mein Tag ist jetzt somit fast zu Ende. Ich muss mich natürlich noch an den Computer jetzt setzen und so weiter und so fort. Aber im Haushalt, Küche, sonst was bin ich für heute fertig. Ist nicht ganz so viel geworden, was ich eigentlich erledigen wollte. Okay, Haushalt habe ich euch heute gar nicht mitgenommen. War auch einiges, was ich so zwischendurch gemacht habe, wie Kamin leer, sauber machen und hier und da noch was aufräumen, putzen und wie es so immer ist, ne? Aber ich dachte mir, ich lasse das heute mal beiseite, was so Video angeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein super, super schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder.
Ach so, Moment. Meine Freundin Nini, die ist gerade jetzt mit einer Kolonne LKWs unterwegs in die Ukraine. In eine, ich sag mal, ruhigere Gegend, nicht da, wo es gerade, ne, alles stattfindet, mit Hilfsgütern. Also drückt mal die Daumen und betet, dass nichts passiert, dass es alles gut verläuft und sie heile und gesund wieder nach Hause kommen. So sieht's aus. Jetzt aber. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.